Du bist gerade in der Gründungsphase oder vielleicht Bestandsunternehmer und hast dir große Ziele gesetzt, die du unbedingt erreichen willst. Dann empfehlen wir dir an dieser Stelle die C3-Erfolgsmethode. Denn die stellt sicher, dass den Finanzplan und den Businessplan, den du aufgestellt hast, dass der tatsächlich auch Realität wird. Jedes Jahr werden Statistiken ausgewertet, wo es darum geht, wie erfolgreich die Projekte waren. Das heißt, von 10 Unternehmern, wie viel gibt es tatsächlich nach 5 Jahren noch? Und tatsächlich sind fast 80% nach 5 Jahren wieder vom Markt weg. Nur 20% haben überlebt. Und daher kann die C3-Erfolgsmethode dir helfen, zu diesen 20% zu gehören, die überlebt haben. Und in diesen Studien hat man versucht herauszufinden, was den Unterschied ausmacht, weshalb man zu den 20 oder 80% gehört. Und der erste Punkt ist natürlich, eine klare Zielsetzung zu haben, aber diese auch zu verfolgen. Und genau das machen die meisten Gründer und Unternehmer nicht. Ja, sie schreiben einen Finanzplan. Ja, sie schreiben einen Businessplan. Aber meistens nicht für sich selbst, sondern für den Banker, für den Investor, fürs Arbeitsamt. Und sobald dann die entsprechenden Mittel bewilligt worden sind, dann kommt dieser Finanzplan, Businessplan in die Schublade, in den Ordner, ins Regal und ist weg. Tatsächlich aber ist der Businessplan, der Finanzplan viel mehr ein Reiseplan. Denn nur weil du das Geld bekommen hast zur Finanzierung deines Unternehmens, heißt das noch lange nicht, dass du mit deinem Schiff auch schon am Zielhafen bist. In der Regel hast du einen Zielhafen, der nach 12, 24, 36 Monaten oder später, wenn du den Exit anstrebst, sogar nach 10 Jahren erst erreicht wird. Und auf diesem Weg von deinem Ausgangshafen, wo dein Schiff gebaut worden ist, wo du vielleicht jetzt gerade bist, zum Zielhafen gibt es verschiedene Etappen, gibt es verschiedene Inseln zum Ansteuern. Und diese Etappen, diese Inseln, die haben ganz klare Namen. Zunächst geht es darum, dass du den ersten Kunden überhaupt bekommst, die ersten Verkäufe nicht nur einmalig, sondern regelmäßig auslöst. Und schon bist du sofort auf dem Weg Richtung Break-Even. Das bedeutet, dass dein Unternehmen sich komplett selbst trägt. Und zwar inklusive der Steuern, inklusive des Kapitaldienstes und der Kapitalkosten. Die nächste Etappe heißt dann Bezugsgruppe. Das bedeutet, du brauchst nicht nur selbst Akquise- und Marketinginstrumente, sondern du brauchst auch Netzwerke, ein Pool an Multiplikatoren, die dich auch weiterempfehlen. Und schließlich gilt es darum, dass du möglichst zeitnah auch deinen Unternehmerlohn aus der Firma nehmen kannst. Das wird in der Regel in den ersten Monaten nicht der Fall sein. Also Tragfähigkeit als nächste große Etappe, als nächste große Insel, die du mit deinem Schiff ansteuern solltest. Und dann solltest du zeitnah, wenn du keine Lust mehr auf Verkaufen und Akquise hast, auch dein Brand aufbauen, dich als Experte, als Person oder als Unternehmen positionieren. Das bedeutet, du brauchst die strategische Erfolgspositionierung als Ergebnis, als Resultat. Und schließlich hast du auch Eigen- oder Fremdkapital eingesetzt. Und entweder musst du es zurückzahlen, weil es Fremdmittel sind, dann gilt es, dieses Unternehmen auch schuldenfrei zu machen. Oder du willst eine möglichst hohe Eigenkapitalrentabilität haben, also ein ROI, auch berechnen und auch erreichen. Und schließlich dein Zielpunkt, den wirst du eines Tages erreichen, das wünsche ich dir von ganzem Herzen, ist, dass dein Unternehmen entweder so gut aufgestellt ist, dass es ohne dich funktioniert, mit Geschäftsführern eingesetzt, jedes Jahr Erträge erwirtschaftet, oder es ist so wertvoll am Markt, dass du schließlich verkaufen kannst und vom Erlös den Rest deines Lebens bestreiten kannst. Und genau hierbei kommt die C3-Erfolgsmethode zum Einsatz. C3 steht als erstes für Controlling. Das heißt, ein Mix sicherlich aus Kontrolle, hast du die Zahlen im Finanzplan erreicht, also eine Standortbestimmung, aber natürlich auch eine Abweichungsanalyse. Das heißt, regelmäßig, mindestens einmal im Monat, sollte der Kapitän mit seinen Offizieren auf die Karte, auf das GPS gucken und feststellen, bin ich überhaupt Kursplan-Ziel? Und wenn diese Ist-Analyse abgeschlossen ist, wirst du sehr wahrscheinlich als nächstes feststellen, dass du eine Abweichung hast. Dann kommt hier in dem Bereich des Controllings eine Abweichungsanalyse. Und aus dieser Abweichungsanalyse heraus werden Handlungsmaßnahmen, Handlungsschritte ermittelt und auch festgelegt, die wieder dazu führen, dass du Kursziel kommst. Das heißt, Handlungsmaßnahmen, um wieder Kursziel nach der Abweichungs- und nach der Ist-Analyse zu kommen. Nach diesem Controlling-Schritt wird in dem zweiten Step der C3-Erfolgsmethode auch Consulting eingesetzt. Entweder von dem Berater, der dich die gesamte Zeit über begleitet und betreut, oder wenn es sein muss, auch ein Experte reinholt. Ein Steuerberater, ein Rechtsanwalt, ein Marketing-Experte, ein Wirtschaftsprüfer. Was du auch gerade brauchst, das wird dir von unserem Team der X-Group auch zur Verfügung gestellt. Und das dritte C in der C3-Erfolgsmethode steht für Coaching. Wenn du nach England kommst und in einen Bus steigst, dann steht dort ein Coach als Begriff drauf. Weil Coach heißt so viel wie befördern und begleiten.
Und genau das macht dann auch unser Berater. Er hilft dir nicht nur zu analysieren und zu steuern, er hilft dir nicht nur, die entsprechenden Experteninformationen zu bekommen, sondern er begleitet dich auch auf dem nächsten Schritt hin zu deiner nächsten Insel. Das bedeutet, er schreibt sich heute auf, was du erreicht haben willst, bis zum nächsten gleichen Termin im nächsten Monat. Und dann fragt er dich im nächsten Monat, Mensch, hast du dann diese Schritte 1, 2 und 3 umgesetzt? Was hat funktioniert? Wo hat es geklemmt? Wo brauchst du noch weitere Ressourcen? Und was ist für dich persönlich der nächste Schritt? Das heißt, er begleitet dich über alle 6, 12, 24, 36 Monate hin zu dem Ziel, was du dir gesteckt hast. Jedes erfolgreiche Unternehmen hat mindestens einmal im Monat so ein Auswertungstreffen, wo auch externe Berater, Coaches mit reinkommen und das interne Management sich trifft. Und wenn du jetzt alleine startest oder im kleinen Team bist, dann lade ich dich ein, Gebrauch zu machen von unserer C3-Erfolgsmethode. Die meisten deiner Ziele wirst du nicht innerhalb der ersten Monate erreicht haben, sondern nach 6 Monaten, 1, 2 oder sogar 3 Jahren erst. Deshalb kannst du dich auch bei uns entscheiden, wie lange deine Coaching und Begleitung gehen soll. Möchtest du komplett von der Gründung bis zum Ziel begleitet werden oder willst du erstmal mit einem 6-monatigen Test starten? Daher lade ich dich ein, noch heute Gebrauch zu machen von dieser C3-Erfolgsmethode. Denn eins kannst du sicher sein, von deinen Mitbewerbern haben das wahrscheinlich die wenigsten und für dich ist eine große Chance, hier schnell Wachstumsvorteile, Alleinstellungsmerkmale und Entwicklungsvorteile zu generieren und abzusichern. Deshalb lade ich dich ein, dass du noch heute Gebrauch machst von einem kurzen Infogespräch, um dir dann ein Angebot ausstellen zu lassen für die jeweilige Laufzeit. Und dann, wenn du uns gebucht hast, dann sehen wir uns vielleicht morgen oder nächste Woche schon zum C3-Erfolgscoaching, damit dein Businessplan und dein Finanzplan auch Realität wird, damit du deine Ziele erreichen kannst. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.